Spieglein, Spieglein an der Wand, was ist los in diesem Land? Gestern haben meine Landsleute in Österreich gewählt. Ich bin ein halber Österreicher. Meine Mutter ist noch im K&K-Reich groß geworden und natürlich schlägt ein Teil meines Herzens für Österreich. Schon wegen der Küche und wegen der Musik. Und gestern haben also meine Halblandsleute gewählt und ich finde, sie haben ganz prima gewählt. Natürlich mal wieder nicht so, wie es die deutschen Zeitungen gerne gehabt hätten. Ich habe das schon mehrfach ausgeführt und kann mich nur wiederholen. Das Problem bei den Wahlen in den meisten oder eigentlich allen europäischen Ländern ist, dass wir nicht mitwählen dürfen. Dann würden die Wahlen natürlich ganz anders ausfallen und zwar ganz im Sinne des Feuilletons der Süddeutschen Zeitung, wenn auch nicht unbedingt im Sinne der Einheimischen. Aber darauf käme es nicht an. Europa wäre in einer viel besseren Verfassung, wenn wir mitentscheiden könnten, wer rund um uns herum in den jeweiligen Ländern das Sagen hat. Das Problem mit den Wahlen ist, dass es in Deutschland grundsätzlich einen anderen Begriff von Demokratie gibt als in anderen Ländern. Zum Beispiel England oder Österreich. In normalen Ländern gehört der Krawall dazu, die Auseinandersetzung, auch ein hartes Miteinander kämpfen und ringen. Und in Deutschland heißt das dann immer, egal ob es in Österreich geht oder Israel oder Amerika oder jedes andere Land, in Deutschland heißt es dann immer, das Land ist tief gespalten. Ja, Leute, es ist so tief gespalten, wie eine Demokratie tief gespalten sein muss. Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen und ab und zu ändern Leute ihre Meinung, so entstehen wechselnde Mehrheiten. Man nennt das, liebe deutsche Landsleute, Demokratie. Nun zweifle ich nicht daran, dass Deutschland eine Demokratie ist, aber es ist eben eine andere Demokratie. So wie in vielen Ländern der Begriff von Delikatessen ein anderer ist. In der Pfalz ist es Saumagen und in Frankreich muss es schon ein Cordon Bleu sein, nicht wahr? Um die Bezeichnung Delikatesse zu verdienen. Und so ist es auch mit der Demokratie. Das sind alles normale demokratische Vorgänge. Auch was in England passiert, ist normale Demokratie. Und ich finde nicht nur normale Demokratie, sondern eine vorbildliche Demokratie. Es kann sein, dass das irgendwie nicht gut geht, aber auch das gehört zu einer Demokratie. Außer in Deutschland, nicht? Man hat sich im Laufe des letzten Jahrhunderts irgendwie ein paar kleine historische Fehler erlaubt und die möchte man um keinen Fall wiederholen. Und deswegen stellt man lieber die Demokratie als die Einheit aufs Spiel. Ich finde es sehr gut, dass Sebastian Kurz wieder Kanzler wird. Das finde ich ganz prima. Ich glaube, völlig im Ernst, er ist der fähigste Kopf in ganz Europa. Er ist auch der jüngste Kanzler, glaube ich, aller Zeiten, was lange gegen ihn gehalten wurde. Und ich finde es ganz im Gegenteil. Wer so früh anfängt, der hat noch eine lange Zeit vor sich und der will was erreichen. Und er schafft das auch. Und Österreich ist ja ein kleines Land, relativ überschaubar, 8 Millionen Einwohner, die Größe mehrerer Fußballfelder im Ruhrgebiet. Das lässt sich gut überschauen und gut regieren. Und ich finde, alles Gute, Sebastian, von deinem halben Landsmann in Berlin.